Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arma 3 Real Life. Mit dabei die Dame zuerst, Eve. Hi. Und Crabs One. Hallo. Wir sitzen in wunderbaren Audis. Haben uns gekauft. Audi. Haben wir genug Geld und wollen natürlich die Mädels ein bisschen beeindrucken, ne, Eve? Hey, yo, was geht? Yo, los, okay. Und was machen wir jetzt? Wir fahren mit dem Audi zum BMW-Händler. Richtig. Weil wir haben die Schnauze voll von Audi. Ich meine, wir nehmen die nur als Limousine, um von A nach B zu kommen. Für was Besseres sind die auch nicht gerade zu brauchen. Willst du vorfahren, Krabs? Du hast ein weißes Auto. Wenn uns die Polizei sieht, die haben, dann ist es besser mit weißem Auto vorfahren. Ich habe Lags, das heißt, und das Ding ist kaum unter Kontrolle zu halten, die Karre. Nee, doch, das geht recht gut. So. Eve ist sogar damit gefahren. Unfallfrei. Unfallfrei? Irgendwie habe ich was anderes gehört. Ja, es war der Reifen vorne ist kaputt gegangen, ist doch kein Unfall. Das war einfach durch die Belastung des Highspeeds, die Eve hier in den Kurven an den Tag gelegt hat. Hallo. Ich finde, der lässt sich steuern wie ein LKW. Ja, du musst halt nur nicht so schnell fahren. So 100, 110 ist okay. Fährst du in Innensicht, ja? Nein. Okay. Hier würde ich bremsen. Wow, ich muss selber mal bremsen. Hat er gemacht. Ganz kurz ein bisschen Sound lauter machen. Jetzt hört ja gar nichts von diesem wunderbaren Standard-Sound vom Auto. Ja, die Sounds sind echt schade. Es gibt einen einzigen anderen Wagen, das ist der Chevrolet. Das war kein Chevy, das war Dodge, oder? Ich glaube, das war der Dodge, genau. Dodge war es, ja. Dodge, der ein tiefes Brummen hat. Charger oder weiß ich schon gar nicht. Ja, genau. Oder Challenger. Ich glaube, ja, es war genau, Challenger war es. Der Charger war es, glaube ich, nicht. Der Charger war zwar, sah geil aus optisch, aber hatte den Sound nicht. Und glaubst du, eine Sache, du bist zwar der Fahrer, aber das wäre cool, wenn du unsere geniale, wie haben wir es genannt? Die Frame. Bangers? Ja, genau. Ich weiß schon gar nicht mehr. Busters, genau, nicht Bangers. Brainbusters. Ja, könnte jetzt ein bisschen anstrengend, schwer werden. Ich halte hier mal unter der Straßenecke. Ja, parke mal. Ich check mal hier die Lage aus. Ich guck mal ein bisschen durch die Gegend. Und da ist doch schon die nächste Schlange. Wir haben auch wunderschöne Waffen, Custom-Waffen, wie man hier schön sehen kann. Das einzige Problem, was man dabei hat, ist, es gehen keine Sights drauf. Wir wurden schon darauf hingewiesen, dass man, wenn man einen Taser der Polizei sich besorgt, in Anführungszeichen, dann die Scopes kaufen kann. Das haben wir noch nicht geschafft. Das heißt, wir haben noch keinen Polizisten umgelegt. Ja. Ja. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und Eve hat auch so eine schöne Waffe und wir haben auch noch so eine kleine, ein bisschen rumballern hier mal hier. So kleine Waffen haben wir halt, ne? Falls wen interessiert. So sehr laut, weil ich mein Audio so hoch habe. Jetzt Entschuldigung. Was in die Hose gemacht? Das brauchte ich doch nicht. Also von mir aus können wir wieder weiter. Ach, ist bei dir auch passiert, Eve, ja? Nee, was? Ups! Ja, genau. Ist bei dir auch passiert. Ach ja, Innenansicht sieht die Kabel übrigens so aus. Ja. Ist aber absolut nicht zu steuern von innen. Der Eve sitzt übrigens bei Krabs im Auto. Das bedeutet, falls da irgendwelche Malheure passieren, ist nicht mein Auto. Von daher gleich. Achso, warte, ich schau grad. Nee. Oh, ein Heli bei uns, Krabs. Hab ich gerade erst gehört, weil ich jetzt. Ja, kann ich gerade nichts gegen machen. Ja, auch nicht. Wir können ja mal runterschießen. Alter, du fliegst, Krabs, du fliegst. Okay, geil. Fliegen wir! Oh, juhu! Nicht, was, up in the sky! Oh, oh Gott, Alter, dieser LKW lässt sich so schwer lenken. Ja, ne? Ich finde, der ist auch so voll schwammig irgendwie. Ja. Also der reagiert, wenn du in die Kurve willst, dann macht er die ungefähr so 5 Kilometer später, die Kurve. Ja, richtig, genau. Einmal das, aber dann sehr scharf. Mhm. Also, was ich mir angewöhnt habe, ist immer, bevor ich lenke, bremsen. Immer. Das ist ein super Tipp. Wow, und ich bin voll in die Wand. Na, doch nicht, ey. Ich habe gebremst. Wenn ich nicht gegen die Wand gefahren oder Mauer oder den Baum oder das war knapp. So. Die Bäume fand ich sahen nach Kacke aus. Die habe ich weggemacht. Krabs, der bremst doch nicht. Ich bin Landschaftsarchitekt, weißt du das denn nicht? Heißt du Gärtner? Garten- und Landschaftsbauarchitekt. Ja, Krabs, du bist irgendwie zum Ziel vorbeigefahren, oder? Das ist doch viel geiler als die Autos. Die Cover wollte instinktiv in die richtige Richtung. Was machst du jetzt? Was machst du? Was fällt? Was habe ich gerade gesagt? Die Cover wollte instinktiv in die richtige Richtung. Wir hätten da rechts gemusst. Also ich wollte nur sagen, dass ich schon abgebogen bin. Ja, ihr seid mir ein bisschen zu konfus gefahren gerade. Ich? Die Beifahrerin ist auch fürs Navigieren zuständig. Kein Wunder, dass Krabs sich verfahren. Rechts! Jetzt rechts, ja. Rechts, schnell. Also hier ist noch ein abgefuckter Feldweg, sage ich euch. Cool. Wir fahren ein bisschen langsam, wir sind hier innerorts. Deswegen fahren wir nur 60.
diesem Dorf? Paulana. Wow. Was, Paulana? Unseren Link, und sehen Sie Zementhändler? Ah, sehr schön, danke. Was ich gegeben? Zement brauchen wir, damit das Auto besser auf der Straße liegt. Da kommen die Ja, auf jeden Rennen. Fall, oh, auf jeden oh, Fall. Hallo, da stehe ich. Jetzt wollt ihr gerade gar nicht mehr lenken. Ja, ich hab nach links gedrückt, aber oh, hat er nicht gemacht. Trinkt er so immer aus seinem Flachmann während der Fahrt. Das ist der Sekundenschlaf. Oder auch das. Und ich mache immer so ein Facepalm, halt so in eigentlich, Regen. Ja, da hat es schon recht, da hat es schon recht. Damit ich die tiefe Stimme beibehalte, nehme ich immer so einen Hieb aus dem Flachmann. Mal ein Whisky, Zigarette hinterher oder Zigarre. So, hier muss ich wieder bremsen. Vorsicht bitte. Oder man fährt einfach gerade durch die Kurve durch. Müssen wir hier rechts oder was? Ja, rechts müssen wir. Und da hinten okay. steht ein Heli. Direkt bei DP6 ist ein Hubschrauber, nee, was heißt steht. Jetzt, das ist mir jetzt zu gefährlich, ich fahre jetzt hier lang. Der kann auch eher sein, aber da fahren wir gerade hin, deswegen. Der uns aber was Böses tun will, der kann auch sein, dass der nur fliegen. Der will nur fliegen, ist alles okay, der will nur fliegen. Nur fliegen ist schöner. Der tut nichts, der will nur spielen. Ja. Schauen wir doch an. Ja. Wow, 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 manchmal, ich gerade ausfahren ist manchmal auch nur schwierig, sag's euch. Auch mal lieber hinten aus dem Heckfenster. Das ist irgendwie weniger beunruhigend. Müssen wir hier geradeaus weiter die ganze Zeit, Ralf? Ich hab nur ganz kurz auf. Nee. Ja, nee. Ich halt mal rechts an. Nee. Doch, passt. Ist alles gut, alles gut. Wollen wir das nicht markieren hier irgendwie fürs Team? Vorne ist auch dieser Heli, ne? Hörst ja, du ja, wichtig. Dann immer auf der Straße bleiben wir. Ja. Hat genau. Eve da gerade. Was hast du denn für eine Stimme, Eve? Du hast sie aber leicht asiatisch angehört. Ach, guck mal hier, bewegen, Planquadrat. Aha, aha. Genau, oh, richtig. Ja, krasse. Gibt Eve gerade Befehle, ja? Ja. Wie immer halt. Aber ich brauch das auch. Es gibt auch auf RTL gibt's auch immer den Domino-Day. Mit Eve gibt's dann halt den Domina-Day. Ja. Domina-Day. Guck mal, wie sie sich freut, ey. Jetzt kann ich schon jetzt musst du noch so einen Whipslash als Sound einbauen, in dem Moment und irgendwas, was ausgepeitscht wird. Genau, in so einen Teddy mit dem Knebel drin. Genau den, genau den. Den Knebel mit dem roten Ball kriegt ihr beide da. Whipslash. Ich habe jetzt auch das Domina-Licht angemacht, beziehungsweise ausgemacht. Hast du Rotlicht an, oder was? Nee, nee. Ich habe so ein bisschen auf andere Beleuchtung hier gerade gestellt. Ich glaube, jetzt bist du falsch. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, das stimmt, du fährst richtig. Alles gut, alles gut. Genau. Wir müssen an der allernächsten T-Kreuzung müssen wir dann links abbiegen. Na, du hast die Frau im Auto, ich traue dir nicht, wo du lang fährst. Oh, jetzt! Ja, die will immer überall anhalten und nachfragen. Ja. Lass doch mal hier bald raus. Das Eichhörnchen da vorne weiß bestimmt, wo es lang geht. Guck mal, Waschbär! Tschüss! Gehen, Ralf, weil du im anderen Auto sitzt. Ach Mann, ey! Wir hören nicht gerne. Klappe, ey. Ist ja gemein zu mir, ich rede nicht mit euch. Mobben wir mal Ralf heute. Genau, beim letzten Mal war ich ja dran. Ich betrete die Stille. Ah! Fahr immer so. Das ist überhaupt kein Problem, ey. Das ist eigentlich ein Autoscooter. Der geht nicht kaputt. Oh mein Gott. Wisst ihr, was gemein ist? Ich hab ein bisschen wenig Frames. Das ist voll gemein. Ich hab vor der Aufnahme, glaube ich, mein Werkzeugkit verbraucht an eurem Auto. Hast du das ganz kaputt, oder was? Schuld, ne? Die nein, ist nicht kaputt. Nein, das hätte ich schon früher gesagt. Aber auf jeden Fall wäre das ziemlich übel, glaube ich, wenn ich keins mehr hätte. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein. Oh, Backe. Da vorbeigefahren. Eve, sag doch was! Ja. Nächste links. Na, oh nein, nein. Du hast gesagt links. Nächste Straße. Nächste Möglichkeit links. Boah, ich fand die Möglichkeit gut. Schlecht hier. Oh ja, das ist natürlich der russische BMW-Händler. Ja. Aha. Das kann ja nur was werden. BMZ sind das. Oh, jetzt ist es offen. Ja. Denken Sie ruhig aus. Das ist ja mal krass hier, die Hütte. Der hat auf jeden Fall nur gut vorgesorgt, würde ich sagen. Ich sag ja, das ist der russische BMW-Händler. So, ach, ich kann ja noch gar nichts kaufen, weil ich ja wieder diese... Du hast die Lizenz nicht, stimmt. Du hast das gibt BMW M3. Ja gut, da müssen wir wohl durch. Ja, gibt's nicht. In drei Ausführungen, nur oben, Mitte, unten. Hier steht nichts bei, das kann man nicht lesen. Dann darf Eve aussuchen, welchen wir nehmen, oder? Die Frauen haben immer mehr Glück bei sowas. Eve, welchen soll ich nehmen? Den obersten. Ich nehme den obersten. Und Ralf nimmt? Den zweiten. Ich habe nicht wie einen schwarzen erwischt. Ist deswegen schwarz ist nämlich oben. Und dann aber der ist doch schön, doch. Ich finde den auch gut. Das ist gar nicht mal so unknorke. Ja, schau dir mal den Auspuff vorher an. Leck mich am Arsch. Ich hoffe, der hat einen guten Soundtraps. Mach mal an die Kiste.
Standard. Leider. Aber das ist schön. Hinten rückleuchten, das hat der Audi nicht gehabt. Ja, aber das ist schön. Würden Sie ein Stück vorfahren, dann nehme ich was zum Nummer 2 war es, oder? Ja, der wird dann wahrscheinlich rot sein. Oh, oder der unten ist aber, ja, nee, hier ist G, also wir haben oben B für Black, G ist wahrscheinlich Green. B. B könnte Blut. G oder B? B, dann B wie Byte. Dann nehme ich G. Oh, geil, das. Guide. Der hat einfach, was habe ich denn für ein Dach? So ein Carbon-Dach oder was? Carbon-Dach. Nein, das ist ein Verdeck, das können wir aufmachen. Ne, können wir leider nicht, aber normalerweise. Echt so carbonmäßig. So, zu welchen Händler fahren wir jetzt? Kann ich jetzt einsteigen? So, also heiße Schnitte magst du mal, ja? In dem Ding, oder was? Soll ich wieder auf Beifahrer hier? Ach, guck mal, da geht's. Ja? Welcher Händler kommt als nächstes? Gar nicht mal so scheiße aus. Im Übrigen klappern wir heute erstmal ein paar Autohändler ab, um zu gucken, was wir uns für Karren kaufen. Ich will zum Dodge-Händler. Wobei, ich habe jetzt gerade noch 45.000. Wir müssen noch mal kurz an der Sparkasse vorbeifahren. Okay. Ich habe noch eine Sparkasse. Ach stimmt, ich hatte Kohle dabei. Ich hab noch ein bisschen, ich habe 960. Ah, okay, super. Ich hatte ja auch noch Geld, einmal frei. Weißt du, dass ich ein bisschen Schiss habe hier gerade, dass unsere Fahrzeuge einfach hier nicht in der Garage sind, wenn wir sie gekauft haben. Warte, den Bug hatten wir schon mal, wir hatten das Problem schon mal. Ach so, ja, soll ich... Können wir bei dem Autohändler nicht in die Garage packen? Nee, ne? Glaub nicht. Da können wir nur kaufen. Immer derweil am Radio rum. Oh, das geht nicht. Car Shop, ja, Radio? Das geht nur. Ach, scheiße, ey. Okay. Sorry, hab ich dich gerade unterbrochen? Nö, ich hab... Wie sieht denn von innen aus, der B? Ja, keine Textur, nur eine Farbe, sehr schön. Nochmal wieder anmachen, das ist ja gar nicht so geil ohne Licht. Aber was hat der Händler eigentlich gesagt, wie schnell die Kiste fährt? Muss ich nochmal fragen, warte mal, ich geh zum Händler raus. Hey, Alter! Hey, du! Nochmal fragen, bitte. Ah, warte mal, Mummel. Deine hat Spitzengeschwindigkeit 180 und 320 PS und das haben unsere alle. 180, das war's? Ja. Das ist ja der Audi wesentlich schneller. Naja, das heißt wesentlich. So schnell sind wir nie gefahren, glaube ich. Weil es ging ja, gar nicht. So richtig, so schnell kann ich die noch nicht fahren. Aber das nächste ist hier, ne? Da ist eine Polizeikontrolle, siehst du es? Auf der Straße? Der Dockhändler da, oder? Wir müssen aber nicht runter zum Hafen, weil da ist eine Polizeikontrolle an der Straße einmal angekennzeichnet. Oh, sehe ich. Wenn du Richtung Süden gehst, ist bei mir auf dem Weg auf den Highway Polizeikontrolle. Aber ganz weit runter. Das ist eingezeichnet? Ja, steht hier bei mir, haben sie da irgendwie draufgeschrieben. Okay, Entschuldigung. Dodge Händler oder wo wolltest du jetzt, Grubs? Ja, richtig. Wo fahren wir denn an? Ja, dann fährst du einfach vor, so einfach ist das. Nee, ich weiß noch nicht, wo er ist, deswegen. Ich weiß nicht, wo er ist. Helf mir mal, Grubs, wo ist der? Ich fahre hier gerade mit ganzen 9 FPS, ey. Kannst du mir jetzt mal sagen, wo der ist? Ich finde schon wieder nicht. Ja, links. Vom BMW-Händler? Ach, da unten, okay. Ja gut, da muss man richtig rausscrollen. Ach du Scheiße, da müssen wir hinfahren? Das wird mal eine Strecke, ey. Gut, dann fahren wir aber über die Küste, oder? Über die Autobahn. Ja, dann fahren wir ja wieder ganz unten, wo du sagtest, wo du nicht lang willst. Ja, dann müssen wir durch die Polizeikontrolle, wir haben halt Waffen. Ja, wichtig. Dann müssen wir durchrasen. Ah, okay. Das kann wir fahren da einfach dann ein kurzes Stück über durch die Wiese da, Dings. Das ist auch eine gute Idee, ja, stimmt. Auch eine gute Idee. Das ist, die Leute werden auch immer nur an der Grenze aufgegabelt mit Drogen, weil sie so doof sind, über die Grenze zu fahren, ne? Ja, ich muss gerade das ausprobieren. Also gerade habe ich jetzt ich habe jetzt 19 FPS, ne? Das ist bei mir auch schon echt übel. Ich hole mir jetzt mal wieder den Audi und schaue, ob ich da drin mehr Frames habe. Das wird mich jetzt, keine Ahnung warum, aber ich will mal ausprobieren. Das kann aber nicht sein, dass wir da durch einmal Auto wechseln, dass die Frames... Ja, ich hab jetzt nur noch 9 FPS. Okay, weil dann ganz ehrlich, dann lasse ich den Audi hier stehen. Und die BMW meinst du? Genau. Weil dann müssen wir sagen, dann tut's mir leid, BMW, auch wenn die Karre schön ist. Aber für Frames tue ich alles. Achtung, ich komme. Im Fahrersitz. Jetzt müssen wir gucken, ob das... Ja, gut, ich habe auf jeden Fall... Oh, Alter, das Ding hat aber wirklich keine... FPS hier. Ja, wirklich, das liegt am fucking BMW, liegt das, Mann. Der Audi hat einfach viel mehr Frames. Hab ich einfach mal 10 Frames mehr. Das ist eigentlich auch richtig geil, oder? Oh, jetzt habe ich gerade Standbild gehabt, ey. Also ich... Vielleicht einfach, weil auch so viele Leute hier sind oder so. Ja, okay, gerade habe ich aber auch wieder 18. Es schwankt echt total. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich auch wieder 19, 20. Okay, es liegt nicht am Auto. Jetzt habe ich 9, ja, auch 9. Die Frame. Was machen wir jetzt? Ja. BMW oder Audi? Ja, also ich fährt einfach den BMW und ich fahre den Audi. Ach dein, okay, ja, mein Auto bleibt beim Dach stellen. Was? Also okay. Yves, du hast mein 100.000 Euro so. BMW, ja, pass gut auf. Das ist doch eh die Frame-Gurke, oder? Das Regal. Nee, ich habe jetzt auch abgeschlossen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch irgendwie hier Ding dabei habe.
Ich habe gar keine Reparatur. Ach, weißt du, was ich mache? Ich zerschieße einfach die Reifen von dem Auto. Ja, genau. Zerschieße einfach die Reifen im Auto. Also, ich hab noch einen Ghillie-Anzug dabei. Interessant. Und ich habe Erste-Hilfe-Kasten ein, aber nichts zum Reparieren. Also, es könnte echt übel werden. Dann können wir ja mal zum nächsten Supermercado fahren und sowas holen. Also schauen wir mal, ob ich denn die denn dabei hier. Ach Gott, die sind überflüssig. Eigentlich eine zweite Sicht. Was habe ich denn? Erste Hilfe. First Aid. Lauter Magazine dabei, die ich nicht brauche. Und bei mir wächst Gebüsch im Auto. War nicht schlecht. Sind wir soweit? Ja, die Framebusters müssen ausrücken. Krabs, was hast du als Eis zerschossen dahin, sag mal. Die Reifen. Die brauchen aber ganz schön. Warum hast du die Reifen zerschossen? Damit keiner wegfahren kann und den klauen kann. Bald der hin später in der Garage ist, ist er wieder heile. Das ist ja voll schlau. Wenn er überhaupt in der Garage landet. Ja, genau, richtig. Wir hatten vor der Aufnahme nämlich schon mal geguckt, weil wir welche kaufen wollten, haben auch welche gekauft. Yep. Aber die wurden nicht gespeichert. Ja, also dann, wenn ihr hier auf dem Server spielt und ihr solltet euch ein Fahrzeug kaufen, fahrt definitiv zur Garage zurück und packt in die Garage. Entschuldigung. Was war das denn, Yves? Alter. Boah, ich fahre hier mit meinen 10 FPS, das rockt voll. Wir sehen eine Bildershow. Hammergeil. Alter, wer fährt. Yves? Schau ich jetzt mal beim Autofahren zu, ist voll geil, Mann. Okay, bin ich wieder. Ich hab grad selber mich kurz erschreckt. Aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß, zu dritt zu fahren, als alleine. Wow! Was ist da vorne passiert gerade bei mir? Da stand ich mit Flammen kurzzeitig. Was? Das ist die Zukunft. War einfach kurz in die Zukunft gesehen. Ja. Yves hat ihren Plan, wo es lang geht, oder was? Hat das Orakel, ja. Wo waren wir denn hin? Ja, wollte ich mal. Ja, ist langsam hier. Boah, du alten YOLO-Swagger, du. Der Audi halt, ne, der Audi. Hinterlässt schon Bremsspuren. Oh, Achtung, hier, Kurve, harte Kurve, harte Kurve. Ich hab halt da, bevor die harte Kurve kam, bin ich schon in die Bäume gefahren. In die Zukunft geschaut. Denk dran, wir haben auch gerade noch 50-50 Essen und Trinken, also wir sollten vielleicht uns auch gleich mal was reinfuttern. Ich hab 80-80. Also, ich weiß, ihr steht voll auf die Karren und voll geil und sowas. Ich hätte gern irgendwie so einen trägen Panzer oder Pickup. Wow, Achtung, harte Kurve, harte Kurve, harte Kurve. T-Kreuzung. Achtung, Helikopter, Lichter aus. Echt? Warten wir mal, was das für ein Heli ist. Ich will nicht, dass wir von der Polizei kontrolliert werden. Pass mal die Lichter aus, bitte. Ja, wir haben alle so harte Waffen dabei, also ich will jetzt nicht in die Polizeikontrolle geraten. Was passiert jetzt? Warum hatte ich jetzt gerade die Frames? Boah, ich habe geile Bremslichter. Motor aus. Okay, alles gut. Okay, wollen wir Richtung Norden hochfahren, die Autobahn? Und dann über die Feldwege an dieser Polizeikontrolle vorbei oder fahren wir durch die Polizeikontrolle? Lass mal schauen. Wir können nur nach Norden fahren, oder? Ich würde fast es drauf anlegen, mal diese Polizeikontrolle zu erleben. Da hätte ich schon fast ein bisschen Bock drauf. Okay. Ja, ein bisschen provozieren. Vor allem, wenn da dabei Autos kommen, alle machen vorher die Lichter aus und rasen dann einfach durch. Alles klar. Also nach. Und wenn wir da unten in der Stadt sind, müssen wir rechts abbiegen. Also am Strand. Das Wasser muss auf der linken Seite sein. In die Richtung müssen wir fahren. Also nach. Ja. Aber wann kommt denn bitte schon die Polizei? 1,4 Kilometer circa. Nee, das wird mir nicht angezeigt. Ah, warte, nee, das ist bei mir okay. Das kann doch sein, dass ein alter Waypoint ist, der nicht mehr gültig ist, aber. Ah, oh shit, Stein. Achtung, ich stehe mit auf der Straße. Meine Wheelie ist im Arsch. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin ja irgendwo in den Stein gefahren. Yves, wo bist du? Komm mal. Alter, ist ja krass. Meine Wheelie ist im Arsch, aber ich kann noch weiterfahren. Meine Autos. Was sind das? Kannst du lenken? Ja, mein Wheel ist orange und ich kann weiterfahren. Ach, das ist kein Stein, das ist eine Laterne, die hier auf der Straße liegt. Stand. So, ein bisschen langsamer fahren. Du bist jetzt langsam, ne? Ja, ich gebe gerade nur kein Gas deswegen. Ich will nur kurz schauen, ob ich mein Auto... Ja, meine Reifen sind noch alle heile. Alles klar, cool, danke, Krebs. Ja, hier ist geschnallt. Yves, wo bist du? Ich bin hinter euch. Lichter mal aus. Okay, sieht nicht aus, als wäre die Kontrolle noch da, die waren hier vorhin. Ja, also hier. Die Lenkung ist echt geil, wenn bald man auf Lenken drückt, kommt erstmal kurz nichts und dann direkt... Ja, nee, genau. Hier war Polizeikontrolle, nicht Licht aus. Was ist da los? Okay, sind durch, keine Polizeikontrolle mehr. Ruckel, ruckel, ruckel.
Also man muss unsere Videos alle drei gleichzeitig gucken, damit man dann genug Frames für addieren. Wir legen die Frames einfach zusammen. Oh, jetzt in der Stadt wird es richtig schlimm. Bei mir jetzt habe ich gerade 8 FPS. Ja, bei mir geht's auch übelst. Liebe Leute, die ja gerade hier zuschauen, das liegt unter anderem daran, dass das eine Mod ist. Aber die sind gemoddet von Leuten. Das ist meine Vermutung. Nee, sag jetzt nichts Falsches, Scraps. Sag nichts Falsches. Die machen gut. Ich will auch nichts Falsches sagen, aber es ist halt einfach meine Vermutung. Du hast noch nichts gesagt. Jetzt will ich nur wissen, was du vermutest. Das ist halt die Vermutung, dass es daran liegt. Das weil, wenn ich Altes spiele oder sonst irgendwas, dann läuft es halt flüssig. Das sind die Ersten, die es überhaupt gemacht haben. Ja, richtig, das heißt ja nichts. Das ist ja gerade erst. Warte, da läuft dann direkt auf der Straße. Den muss ich mir gleich mal ankacken hier. Warte mal, lass mir gleich mal einkesseln und sagen, wer hier der Chef im Ring ist. Mach du das. Alter Zivilist, ey, runter von der Straße, das ja? Das ist ja gar nicht, das ist ja nur eine Adrian, Erklärung, warum, was ist da los mit dir, grade, warum das gerade so läuft. Das ist ja nicht, Eve! Ich mach gerade AP. Oh. Da komm ich lieber nicht. So, ich hab ihn einfach mal angekackt. Okay, du darfst wieder. Wer fährt denn jetzt hier im Bus, ey? Ich seid schon da hinten. NPC. Okay. So, ich musste gerade einfach einen Zivilisten random anschreien und mit der Waffe bedrohen. Mir war gerade danach, tut mir leid. Hast du ihn ausgeraubt wenigstens? Ein NPC sag ich schon, einen anderen Spieler. Nein. NPC? Ja. Schreib sofort NPCs. Wo seid ihr denn hingefahren? Du Gott sei Dank schon weit weg, ey. Ich check grad nicht, wo ihr... ich fahr jetzt einfach, weil die Wiese ist mir wir egal. Sind in dem mein Team. Auto. Okay, meine Reifen ist komplett im Arsch quasi. Aber ganz ehrlich, hier ist die Frameszahl wieder echt in Ordnung. Das liegt an den Städten. Oh, in Ordnung, Definition von in Ordnung. Ah, da seid ihr. Nee, da ist einer. Wer ist denn da vorne? Wer ist denn dabei? Ich, mein Fahrzeug ist kaputt. Ich bin in sicherem Abstand hinter euch. Ich habe keinen Bock, dass ihr mich auch hier welche Taste ist das jetzt zum Reparieren? Windows-Taste war das bei mir. Warte, ich habe doch noch, oder? Ich muss auf jeden Fall drei Werkzeugkästen dabei. Cool, kannst du mir einen geben? Ich hätte auch einen. Für Notfall. Können wir nicht irgendwo mal anhalten und irgendwo welche holen? Ja, wir stehen schon hier, ja. Mensch, ja, ich kann ja einfach gleich deinen reparieren. Nee, meine muss nicht repariert werden. Ich will echt gerne selber für Notfall, dass du weiterfahren kannst, weil wenn irgendwas passieren sollte... Sollte ich auf jeden Fall nicht das dritte Rad am Wagen sein. Wisst ihr, was ich meine? Das fünfte Rad, das sechste Rad, was auch immer. Nicht verstanden. Eve zur Hölle, du bist ja wirklich klar, irgendwo. Irgendwas mit Rädern auf jeden lang. Fall. Bitte? Du fährst doch durch den Wald, Eve, oder? Ja, ich fahre mit meinem SUV gerade durch. Wann kommt denn Eve? Boah, krass. Ich habe irgendwie mich verschätzt, wo ihr seid. Da das kommst du beim Berg. Denn, ja, ey, dieser Posten war da, ey. Nichts passiert. Gibt's noch Werkzeugkosten? Crabs wäre super. Ey, muss ich hier halt hinlegen. Oh, komm schon. Da scheiß kommt FPS. Einer? Ein LKW? Ja, das ist der, was der Bus ist, oder? Stimmt, LKW. DDS Jan ist das. Cool, ich hab ihn genommen, Crabs, danke. Jo. Der hat auch die Kurve gut genommen. Mhm. Aber auch schnell, ey. Ja, deswegen Rückwärtsgang vorne habe ich auch genauso. Eve, du kannst irgendwie das Licht anmachen. Wir fahren auf öffentlichen Straßen. Ich glaube, die anderen haben. Wann müssen wir denn rechts? Weißt du, kannst du mal ich komme mir gar nicht. Ich glaube, mein Auto ist so tief gelegt, ich komme nicht über die Bahngleise drüber. Ein Witz, ey. Wir müssen noch weit fahren. Oh ja, ich fahre gerade 190. Das vielleicht nicht. Ich komme nicht über die Bahngleise drüber mit meinem Auto. Du musst ein bisschen schräg drüber fahren, Eve. Im Ernst? Ja, das habe ich gerade auch gemacht. Ich habe ein bisschen geruckt, aber es hat geklappt. Oh, ne. Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier sind wir, okay. Dann fahren wir... Was war nur Dodge Chandler? Okay, alles klar. Wir müssen... Ah, ja. Ich habe einen Wegpunkt, passt. Du hast einen, ich bin aber vor dir. Du hast noch ungefähr 2 Kilometer vor dir, das passt schon. Hier links steht übrigens ein Wrack vom Auto, so wie es aussieht. Ich fahre mal hin. Was? Oh, ist ein schönes Auto. Ey, das Krabs, das ist dieses Ford-Auto, was du gemeint hast, von Ken Block. Der steht genau hier. Der Ford Fiesta. Ja, der steht hier. Ah, den gab's nicht, den gab's nicht. Das ist bestimmt ein Dings. Das müsste ein Premium-Wagen sein. Donator, meinst du? Oder hier so ein Donator-Wagen. Ja, genau. Ja, glaube ich auch. Besorgen wir uns auch, Krabs, Mann. Kriegen wir bestimmt auch noch. Ja, das Ford Fiesta 2011. Hätte ja gerne einen Panda, ne? Ja, die kriegst du bestimmt auch hier. Einfach weil es so kultig ist, weil so fette Karren in so Spielen, ich meine, hallo. Pff, oh, da steht Polizei. Oh, Alter! Was denn? LOL!
Ich bin gerade im Auto ist zu tief. Ich wollte hier drüber fahren, die mussten wir über die Bahngleise und ja, ich bin erst, das ist so gerade auch passiert, hast du nicht gehört? Ja, das Problem ist, hier stand direkt ein Polizist. Ja, ich hab auch gerade, ich bin mit Vollgas über die Brücke gefahren, das hat voll laut BÄM gemacht bei mir. Ja. Muss ich jetzt das hier anhalten, oder was? Das Problem ist, dass hier ein Polizist steht, ich kann immer ankommen. Ja, ja, was hält er dich fest? Soll man erschießen? Guten Tag, der Herr. Nee, noch nicht. Haben geh mal mit dem und sag. Noch im Dingskanal, glaube ich, Krabs. Ist der Thunder, ja, und man hört dich nicht. Aber wenn ich jetzt aussteige, ich will nicht aussteigen. Fahr einfach weg! Flüchte! Ja, wie denn? Die Kamera ist kaputt. Ja. Oh nein. Steig jetzt einfach raus, Krabs, komm. Kann ich irgendwie helfen, oder? Steig schnell beim Ralf ein, ist der Ralf schon? Sei einfach freundlich und sag, oh, du hast die Waffe. Ja. Sag einfach, du hast die Waffe durchs. Wir waren gerade jagen. Wir waren ja, irgendwie, also ich glaube, sie müssen bei Bahnübergängen besser aufpassen. Achtung, Yves, komm, du stehst in so einer Ecke. Das kann ich ja nicht wissen, dass der Wagen hier so tief ist. Komm mal, ja, haben Sie sich beim Kauf nicht darüber erkundigt? Warte erstmal ab. Okay. Ich fahre ins in den Busch rein und schleich mich an und ihr klärt das. Ah, ja, nee, macht das schon. Alles easy, der hat doch nichts gesagt von wegen Waffen runter oder so. Nee. Okay. Ich bin ja Sportschützer hier. Bin nur, weißt du, für auf Sicherheit, ne? Guck mal, Adel wurde getötet. Das war der, den ich vorhin angeschrien habe. Hallo. Was machst du da? Wieso fährst du mit dem Auto? Ich wollte dich doch nicht, Mann. Ich wollte einfach nur ein Stück fahren. Tut mir leid. Das Auto ist einfach hardcore. Ich, wo bist du? Nicht wisst es. Ja. Ich gerade mit gezogener Waffe hinterm ich Baum weiß, sitze. Das sehe ich. Ja. Du warst hier, Yves? Oh. Alter, du bist so ein scheiß Roleplayer, echt. Das ist einmal Polizist, hier hinten links sitzt eine Frau mit einer Waffe am Baum. Vorsicht, Frau mit Waffe am Baum, hier direkt auf der anderen Seite. Naja, jetzt bin ich rübergekommen hier. Du lachst, ey. Yves? Ja. Wirst weg da, ich glaube, der Polizist hat mitgekriegt, dass du da bist. Guck mal, wo sie jetzt hinfährt, die fährt einfach irgendwo hin. Nee, ich versuche nur mit Anlauf jetzt über die Schiene. Nee, musst du nicht mit Anlauf, nee, einfach nur ein bisschen schräg drüber. Also mit Anlauf hab ich gemacht, ich hab noch 83 Leben. Ja, nur noch schräg drüber fahren, nicht mit Anlauf. Oh. Nee, das ist schräg! Schräg! Ja, dann fahr ich in den Korb, du. Ja, in eine andere Richtung dann. Fahr einfach über die normalen Schienen, die nicht über die Straße führen. Oh Gott, jetzt auch noch sowas, ey. Krabs? Du musst der Frau helfen. Du musst der Frau helfen, ja, hilf der Frau mal. Einpacken oder was? Vielleicht auch, ja. Nein, das war natürlich nur ein Spaß, Eve. Also ich hab nicht Mensch, Eve. Was habe ich da gerade gehört über Funk? Das Problem ist an dem mit den Ingame-Reden, dass ich dann gleichzeitig gemutet bin hier. Ich habe die Töne noch an von TeamSpeak. Ich höre die ganze Zeit Microphone activated. Yes, das hat sie aber auch gesagt. Du hörst Eve nicht zu. Microphone activated. Microphone activated. Hallo, Eve. Ja, grüß dich. Was ist denn hier wieder los? Ja, ich hab sie gerade dahin gesehen. Da haben sie bestimmt gerade einen Jagdunfall gehabt, ne? Da müssen sie wieder den Ingame-Sound lauter machen, aber dann ist natürlich alles wieder lauter. Warum geht denn das? Reparieren bei E oder Windows? Ah, E was, genau. So. Ja, Frau Eve, ne? Große Scheiße hier. Um über Schienen zu fahren. Hör schon mal ein bisschen vor, ne? Ja, alles klar, mach das. Freunde der Sonne. So. Nein. Ich helfe der Dame hier nochmal kurz. Ja, übel Stelle hier. Aber irgendwie, ich glaube hier, BMW und Audi, die wollen sich lieber nicht breit machen auf Tschernobyl. Also, da gibt es Probleme. Ich hätte aber auch so tief gelegt, ne? Wenn Sie mal schauen. Ich habe hier extra vorne an der Schürze, wenn Sie mal gucken möchten. Hier, da ich bin so ein kleiner Tuning-Freak. ich habe hier so ein bisschen, ne? So unterbodenmäßig und an der Schürze habe ich so ein bisschen aufgemotzt. Gott, ist das ein Weg hier. Aber so lange, wie kann man das nicht einfach gerade bauen hier, verdammt. Ich weiß, Sie sind jetzt sehr begeistert. Den Tuner kann ich Ihnen da gerne mal ein Kärtchen geben, wenn Sie möchten. Können Sie machen, ja. Kann ich mal mit meinem Privatauto mal gucken, was ich damit mache. Aber nicht mit dem Dienstfahrzeug geht das leider nicht. Ah, okay, na gut. Aber ich stecke ihn hier, bitte. Ich gebe ihm mal hier das Kärtchen so. Ja, danke schön. Voll nett. Wann Sie? Ach, so. Mal hier in die Brustplatte reinpacken. 12. Wunderbar. 3. Form on me. Na dann versuchen wir es nochmal, oder? 2.
Regroup. Ja, will ich auch sagen. 10. Fall back. Da muss ich die ganze diese scheiß Befehle, das gibt's wohl nicht. Genau, was machst du denn eigentlich? So, ich versuch's jetzt nochmal. Stop! Langsam. Und Schreck, Schreck. Was habt ihr da gerade gemacht? Schreck, Eve, Schreck. Ach, Vorsicht! Oh. Das ist eine Frau im Steuer, sie sollten Abstand halten. Nee, passt. Siehst du, guck mal, ich kann nicht, wie schrecken noch? Mann, ey, da kommt man ja, ich mach das mal. Steigen Sie mal aus, ich kümmere mich da drum. Ich kümmere mich da drum, das geht so nicht, Eve. Ich mach das mal hier, lass mal den Mann an Steuer. Haben wir noch ein Repair-Kit? Ich frag nur so präventiv. So, da fahren wir hier drüber. Und dann ist gut. Geht doch super, siehst du? Okay, einfach so. Wir sollten vielleicht mal rückwärts probieren. Hast du die ganze Zeit falsch gemacht? Fahren Sie mal rückwärts über die Gleise. Alles gut. Ja, also vielleicht nicht über. Ja, sehr gut. Wunderbar. Oh. Perfekt. Danke, Herr Polizist, das war sehr nett von Ihnen. Sehen Sie, so einfach geht das hier. Danke, schönen Abend. Super. So, Frau, jetzt mal schön die Gas geben, ne? Jetzt haben wir den Anschluss verpasst. Und unsere Hochzeit, was damit? Ja, ich meine natürlich die Hochzeit von Krabs. Ja gut, dann fahren wir vor, ne? Ja, alles klar. Geil, pervers. Ich mein, wie gut die Polizeiautos klingen, oder? Wie geil man halt einfach nicht über diese scheiß Dinger rüberkommt, ja? Aber nur hier, glaube ich, ist es so. Das ist hier so eine möchte gern eingebaute Polizeisperre, wo wir gerade waren. Vorhin war es auch so. Da bin ich durch Glück, glaube ich, nur drüber gekommen. Und Krabs wegen dem Ingame-Gequatsch und so, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Da bist du einfach, ich hab gar nichts mitbekommen. Der Typ war total easy. Der ist einfach dabei chillen können, dabei bleiben können. Hat gar nichts gesagt, ey. Der war entspannt. Ja, Eve hat auf einmal Befehlston rausgeholt, oder? Was hab ich? Halt, Tankstelle. Ich hab mich dann auch gemutet, damit ich wenigstens mit meinen Zuschauern sprechen kann, damit ich nicht nur die ganze Zeit eine leise Aufnahme habe. Eve, halt mal hier rechts an, bitte. Ach so, Tankstelle. Ja. Hast du die Sirene auch? Das ist ein bisschen arg ärgerlich, sowas, ne? Was ist. Bevor wir uns alle zu Ende ärgern, zutiefst ärgern oder wie auch immer, machen wir mal kurz Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Real Life mit Eve und Krabs und die Cops. Tschüss. Ciao. Tschüss.